Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch meinen Stadtpark vor. Das ist ein Mock, also das heißt, er ist selbst gebaut. Ich habe den Stadtpark zuerst digital aufgebaut, also virtuell am Computer mit dem LDD, also mit dem Lego Digital Designer. Hab den dann so ein bisschen angepasst, so wie ich ihn gern haben möchte. Und ja, habe ihn dann so halt auch aufgebaut. Dann erstmal zum Grundaufbau. Das Ganze steht auf einer 32x32er Baseplate. Hier außenrum gibt es eine Mauer, ja, einen Zaun, also so eine Mischung aus beidem. Also der Zaun besteht aus diesen schwarzen Elementen. Die kleine Mauer hier unten besteht aus 1x4er Bricks und darauf dann jeweils noch eine Plate, auch hier an den Ecken oder hier an den Pfeilern. Hier an diesen Eckpfeilern gibt es eigentlich nichts viel zu sagen, die sind nicht schwer aufgebaut. Hier mit diesen Eckteilen, sage ich jetzt mal, oben drauf zum Abschluss, damit es schöner aussieht, noch ein paar Flatholz. Und hier am Eingang gibt es immer so ein paar andere Pfosten, die so ähnlich aufgebaut sind. Nur halt mit 2x2er Bricks und darauf dann halt noch diese 2x2er Platte mit einem Noppen. Und darauf dann halt noch diesen Stud, damit es halt einfach ein bisschen besser aussieht. Ja, genau. Das war jetzt auch schon der Grundaufbau. Jetzt komme ich mal hier zu diesem großen Weg. Also der Weg an sich besteht aus 1x2er Flatholz in Light Bluish Gray. Dann hier hinter den Pfeilern stehen so Lampen. Da hatte ich einfach ein paar Teile übrig. Die sehen jetzt nicht so toll aus. Ja, wie gesagt, ich hatte halt nur ein paar Teile übrig. Und da ist halt dann das bei rausgekommen. Die werde ich noch ein bisschen verschönern. Dann hier geht es weiter mit Beeten an den Seiten. Da sind verschiedene Farben in den Blumen halt mit verbaut. Einmal hier rot, grün und hier hinten auf beiden Seiten jeweils blau, also hellblau. Die Figuren hier stehen auf jeweils einem Noppen. Und sonst sind halt noch so, ja, diese Teile hier, also an Pflanzenteilen hier verbaut in den Beeten. Ja, diese Stängel oder Grashalme halt, die halt in dem Blatt drin stecken. Dann hier in der Mitte des Parkes steht eine Statue. Die zeige ich euch jetzt noch genauer. So sieht die aus. Zuerst mal zur Figur an sich. Die ist aus einer Lego-Minifiguren-Serienreihe. Ja, das ist einfach ein Ritter mit Schild und Schwert und Helm. Die hat da eigentlich ganz gut hingepasst. Und die ganze, also die Figur steht auf einem Sockel. Also der Sockel steht auf einer 4x6er Dark Blush Gray Platte. Dann hier halt mit so Dachsteinen halt hier so ein bisschen, ja, verdünnert. Und hier halt noch an den Seiten Flatholz. Entschuldigung. Dann hier, das ist auch nicht schwer, einfach ein 2x4er Brick. Hier noch Brick Modifieds. Außenrum auch wieder so Ecksteine wie hier, nur in Light Blush Gray. Nochmal eine Platte in Dark Blush Gray, also eine 2x4er Platte in Dark Blush Gray obendrauf. Noch ein paar Flatholz. Das ist hier obendrauf, die Statue, die Figur obendrauf.
Und das Ganze kommt dann hier in die Mitte des Parks. Hinten geht der Weg noch ein bisschen weiter. Hier gibt es nämlich einen Trinkbrunnen. Da kann ich auch mal kurz den Aufbau zeigen. Ist jetzt nicht schwer. So, und... Oh, hoppla. Entschuldigung. So, das hier wird dann einfach da reingesteckt. Und das kommt dann hier hin. Ja, genau, also das war es jetzt eigentlich auch schon zu dem großen Weg. Wie gesagt, der geht jetzt hier halt noch rein, da jeweils. Aber da gibt es jetzt nichts zu sehen, außer Flathals in Light Blue Grey. Deshalb gehe ich jetzt mal zu diesen kleinen einzelnen Bereichen über. Also hier vorne, das ist ein Kinderspielplatz, hier mit einer Rutsche. Hier seitlich, das ist so aufgebaut mit Dachsteinen und mit einmal Dreier, Zweier, Einer, Einser Bricks. Ja, die Rutsche hier besteht auch aus Dachsteinen. Also es ist eigentlich nichts besonders schwer aufgebaut. Die Wippe ist leider etwas schief gegangen. Also die ist ja hier unten mit so einem Scharnier gebaut. Ja, also wie gesagt, man kann halt die halt so kippen, wieder gerade hinstellen, aber halt nicht so, weil sonst würde die halt abgehen. Und außenrum vom Spielplatz führt dann halt noch so ein kleiner Weg. Dann komme ich mal hier rüber. Das ist so ein, ja, so ein, ja, also jetzt nicht direkt Ruhebereich, aber halt da stehen einfach ein paar Bänke und ein paar Bäume, ein bisschen Grünzeug, wo man halt sich hinsetzen und entspannen kann. Die Bänke sind nicht spektakulär aufgebaut, halt hier so mit Scharnieren. Den Aufbau der Bäume kann ich euch mal kurz zeigen. Hier mit vier in braun einmal vierer Round Bricks. Und dann halt hier noch so eine Stange in der Mitte. Also hier die gleiche wie da, damit es halt einfach besser hält, weil sonst manchmal kracht es halt auseinander und dann muss man es halt immer erst wieder zusammenbauen und so hält es dann besser. So, genau. Hier nochmal, kann man auch nochmal ein bisschen besser da halt in diesen Bereich reingucken. Da steht halt noch ein Hund und da sitzen halt auch gerade Minifiguren auf den Bänken. Dann hier, das ist so ein Picknick. Das ist sozusagen halt ein Picknickbereich. Da steht hier eine Bank und hier halt noch eine Doppelbank mit einem Tisch in der Mitte. Und hier ist auch nochmal ein Weg. Der besteht aus Studs in Light und Dark Blue Grey und aus einmal zwei Flathals in Light Blue Grey. Genauso wie auch der Weg hier hinten. Und dann gehe ich noch zum letzten Bereich. Hier gibt es einen kleinen See mit so ein bisschen Grünzeug außenrum, damit es nicht so flach und kahl aussieht. Ja, der See gefällt mir noch nicht so ganz. Ich werde ihn noch ein bisschen oder etwas umändern. Aber das wird dann noch kommen, das werde ich jetzt nicht machen. Dann hier steht so ein Baum, wie da drüben auch. Und hier ist auch wieder eine Bank mit einer Figur drauf. Ja, also eigentlich nichts Schweres, was den Aufbau angeht. Bis hier sind halt alles Plates. Also hier dieses, also
das Gras halt und dann noch hier der See, besser gesagt der Teich. Ja, genau, also das ist mein Stadtpark. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Auch wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Das würde mich riesig freuen. Und ja, dann tschüss, bis zum nächsten Mal.